Moin, ihr Lieben. Jetzt müsst ihr wieder ganz stark sein. Kommt was halb Theologisches. Derjenige oder dasjenige, was uns Zweibeiner, oh, hier seht ihr nur einen Fuß, zu dem gemacht hat, was wir sind, zu Menschen, die zum Beispiel Motorräder bauen können, die zum Mond fliegen können, die mit Überschall durch die Luft fliegen können, die mit 250 über die Autobahn fahren können, ja, die Medikamente entwickeln können, die, was weiß ich, alles können, was zum Menschsein heute dazugehört, sich entwickelt hat zum heutigen Menschsein. Ja? Aus der Steinzeit und Vorsteinzeit und so weiter was hervor. Ja? Der oder dasjenige, die uns zu dem hat werden lassen, hat uns essentielle, also uns als Art einzigartig machende Merkmale gegeben oder Erkennungsmerkmale gegeben. Ja? Das sind als erstes der Blick ins Gesicht, Gestik und Mimik. Ja? Und das hat uns über Jahrtausende, über Jahrzehntausende, über Jahrhunderttausende zu dem werden lassen, was wir heute sind. Wir können nur so sein, wie wir heute sind, weil wir uns in die Augen schauen können, weil wir die Mimik unter den Augen sehen können. Ja? Weil das alles reinspielt in unser Menschsein. Ist übrigens auch bei den Tieren so, beim Hund zum Beispiel. Ja? Ist genauso. Ja? So, und dieses ganze essentielle, diese essentiellen Bestandteile nehmen uns eierlose Politiker weg. Jetzt, hier, in dieser Situation. Diese Situation muss ich nicht näher beschreiben, darf ich auch gar nicht, weil wir sind ja hier jetzt in einer Zwangslage. Wir sind quasi in einer Zwangsjacke. Ich darf gar nicht sagen, was ich sagen will. Ja, das kommt ja noch dazu. Sie nehmen uns Gestik und Mimik weg und lassen uns noch nicht mal Kritik daran üben. Ja? Leute, verkommener kann doch ein Land oder ein Staat gar nicht mehr sein. Und zwar nicht nur hier in unseren Grenzen, BRD-mäßig, ne, sondern nahezu weltweit. Ist das Zufall oder ist das gewollt? Ich darf das nur fragen, sagen darf ich dazu nichts. Ja? Aber Leute, wenn ihr heute Kinder habt, ne, dann fragt euch doch bitte mal, in welchem Umfeld die groß werden sollen. In welchem Umfeld die groß werden sollen. Ja? Ich könnte jetzt weit ausholen, das darf ich aber nicht. Aber ich darf vielleicht einen Kick geben. Aber den Kick braucht ihr gar nicht mehr, weil ihr wisst das alle selber. Ja? Zumindest die, die mir hier wohlgewogen sind. Ja? Und die, die das nicht sind, die brauche ich nicht. So. Die können aber vielleicht mal zum Nachdenken kommen. Danke.
Ja, also ich verstehe die Welt langsam nicht mehr. Aber das geht vielen so, es geht euch so wahrscheinlich auch. Es ist so, wie es ist. Nur, wir lassen es ja auch so sein, wie es ist. Aber andererseits, wir können auch nichts dran ändern. Glaube ich. Wir können nichts dran ändern, weil die Institutionen sind überfrachtet, die Institutionen sind zu mächtig geworden. Wir haben diesen Staat wuchern lassen. Wir haben ihn wuchern lassen wie ein Krebsgeschwür. Und jetzt gibt es keine Operation mehr dagegen. Punkt.